Es gibt offenbar eine Forschungslücke betreffend Frauenkrankheiten. Schauen wir mal, was das Parlament darüber weiss. Deine Parteikollegin Ruth Humbel hat heute Mühe gehabt, das Wort Endometriose zu erklären. Die Endometriose, eine sehr schmerzhafte Krankheit und Wucherung der Gebärmutterschleimhaut. Endometriose? Mit Fremdwörtern kennen wir nicht so aus der Medizin. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Haben wir jetzt gerade einen Vorstoss im Parlament? Nein, ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Ich glaube, das ist die Entzündung, könnte sie vom Gebärmutterhals, wo Frauen sehr drunter sind. Das ist die Gebärmutterschleimhaut, die buchert im Bauchraum und anderswo. Aber ich bin nicht weit weg. Ja, du bist immerhin im weiblichen Körper geblieben. Du bist erforscht, du nicht. Wir haben eine Forschungslücke bei den Frauenkrankheiten. Welche sind die wichtigsten und schlimmsten Frauenkrankheiten? Das müssen Sie die Frauen fragen. Parlamenstruationsbeschwerden? Die gibt's, also die sind permanent, das sind ein grosses Thema. Vor allem haben die Männer. AHV-Abstimmungsnachwehen? Ja, nein, ist kein Thema. Jährlichen Abstrich machen? Auch nicht, ja. Ich sollte leider auf den Zug. Ich kann das nicht kommentieren. Du führst viel zu glatt eisige Fragen. Die huren Fragen vom Fernsehen. Viel dümmer kann man nicht sein, als ihr sind. Wenn ihr eingereicht noch unterstützt. Das ist ja mein gutes Glück als Präsidentin. Ich muss eigentlich gar nicht abstimmen. Du musst auch nichts wissen über Frauenkrankheiten. Ich muss auch nichts wissen über Frauenkrankheiten. Es gibt auch noch andere Lücken. Wir haben zum Beispiel eine Stromversorgungslücke, die man jetzt versucht, mit ganz hohen Mauern am Grimsel zu schliessen. Wie stehst du da dazu? Ja, ein bisschen kann man sie schon erhöhen. Welchen Kanton könnte man fluten? Kanton Aargau. Du bist vom Kanton Aargau? Ja, wir haben Autobahnen und AKWs, die kann man sehr gut fluten. Also du wärst dafür, dass man deinen eigenen Kanton flutet. Würdest du noch mal gewählt werden von deinen... Aber man muss schauen, wo man kann und wo nicht. Das ist wie bei den Frauenkrankheiten. Oft ist das Problem die Restwassermenge. Oh mein Gott. Von einer Satirikerin zum nächsten Satiriker. Du hast doch sicher auch Menstruationsprobleme, Roger Köppel. Mit dem Zeug, das du jeden Tag gebärst, deine Kopfgeburten. Du hast doch sicher Wehen,